Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen hier zu Kirby und die wundersame Welt auf der Nintendo Switch. Das Game ist ja heute rausgekommen auf der Switch am 29.09. den wir jetzt haben. Und ich dachte mir, wir spielen natürlich direkt das Game. Das ist damals auf dem Game Advance erschienen, 2004 war das ja. Wenn ihr mitzocken möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Das Geile bei dem Game ist, das ist ein Game, was man natürlich auch mit bis zu 4 Spielern spielen kann. Hier sieht man auch mal das Menü, wenn ich rausgehen würde, jetzt zum Beispiel zur Spielauswahl. Das ist sogar in der europäischen Version natürlich und es gibt auch die amerikanische, das wäre natürlich die hier. Aber die wollen wir natürlich nicht spielen, wir schauen natürlich hier gleich rein. Hier sieht man auch die Beschreibung nochmal in Kirby und die wundersame Spiegelwelt erwartet dich nicht nur ein Kirby, sondern 4. Das kleine rosa Kraftpaket wird in verschiedenfarbige Kopien seiner selbst geteilt. Wie gesagt, wenn ihr da mitzocken möchtet, demnächst können wir natürlich auch gerne auf jeden Fall mal online zocken. Ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein ins Game. Ich habe es damals auf dem Game Advance leider nie gespielt, aber jetzt können wir es auf der Switch zocken. Ich nehme hier einfach mal Datei 3. Minispiele sehe ich gerade, ja, werden natürlich auch noch mit drin. Das wäre Maxi-Kampf, Karatekto und Kirby Surf Derby. Okay. Trophäen gibt es hier, Spiel löschen könnte man. Ne, wir wollen das normale Spiel spielen, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das mit mir online zu zocken, ich habe da mega Bock drauf. Wir schauen natürlich erstmal so rein auf einen Spieler, würde ich sagen, da im Moment, wenn niemand da ist. Schnuppern wir mal. Ja, in Kirby und die wundersame Spiegelwelt hinein. Wie man schon sieht, ich bin der rosa Kirby, ne? Okay. Die anderen hier, das wären natürlich die anderen Spieler, wenn wir das jetzt online zocken würden. Wäre einer von euch natürlich einer von diesen drei Kirbys hier, was auch sehr cool ist. Und ich bin mega froh, dass das Game jetzt auf der Switch raus ist, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wie es ist. Wie gesagt, ich habe es damals nicht gespielt, aber es spielt sich, wie man hier auch zum Anfang schon sieht, ja, wie ein normales, klassisches Kirby, oder? Und Kirby war schon immer geil, würde ich jetzt sagen. Hier haben wir so einen Schalter. Er öffnet da oben eigentlich die Wand. Ah, ich sehe schon die Computergegner, beziehungsweise die Computermitspieler, die gehen automatisch auf den Schalter drauf. Wenn wir jetzt online spielen würden, müsste einer auf dem Schalter drauf und das aktivieren. Ich sehe noch Sebastian ist mit dabei. Schön, dass du reinschaust. Sehr cool. Wie gesagt, wenn wir online, wenn du online mit mir mitzocken möchtest, kannst du natürlich auch sehr gerne machen auf jeden Fall. Wir können natürlich ja bis zu 4 Spieler, also 3 weitere Mitspieler könnten mitspielen. Bin jetzt gerade direkt am Start, also gerade angefangen. Und einfach mal so reinschnuppern. Ich denke mal, das wäre episch, das Game. Auf dem Game Boy war das ja damals so, Game Boy Advance mit dem Link-Kabel. Konnte man ja 4 Game Boy Advance irgendwie verbinden mit dem Link-Kabel. Und dann natürlich zu 4 zocken. Hier geht das Ganze natürlich über die Switch Online. Mit Online-Funktion und so. Ich muss sagen, Highlight auf jeden Fall. Wie man sieht, habe ich hier schon das Schwert, also bin ich eigentlich jetzt so der Link-Kirby, kann man sagen, ne? Und der andere hier, der Computer-Kirby, der eine hat auch das Schwert. Okay. Und ich glaube, das hier ist so die erste Tutorial-Welt, oder? Oder Level? Ich lade gerade Spiele runter, spielt Sebastian. Achso, lädst gerade runter, das Game. Ah, okay. Ja, Kirby finde ich ja sowieso geil. Wir haben auch Kirby's Return to Dreamland Deluxe auf der Switch. Habe ich ja auch komplett Let's Play zugemacht. War auch mega, mega cool. Hier sehe ich noch L und R einsetzen. Rufe Hilfe mit R. Achte auf deine Batterien. L halten für Neustart. Nö, Neustart will ich ja nicht. Das heißt, Eye of R drücken würde ich jetzt sagen. Also mit R, wenn ich auf R drücke, kann ich irgendwie Hilfe rufen. Ich habe mal Meta Knight. Verschwindet da rechts in dem Spiegel, ne? Also die Spiegel dadurch, also wenn man durch die Spiegel geht, dadurch betritt man natürlich die Welten. Und das hier scheint dann so die Oberwelt zu sein, wie wir gerade sehen. Ja, hier wäre der Spiegel, wo Meta Knight gerade rein ist. Ich denke mal, das Teil hier in der Mitte hier oben wird bestimmt irgendwann die finale Welt sein. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Vielleicht. Ich dachte mir erstmal so ein bisschen anzocken heute, ein bisschen reinschnuppern ins Game. Das heißt, wir gehen direkt ins erste Spieglein. Wenn ich Hilfe rufen möchte, muss ich R drücken. Okay, dann telefoniert er. Okay. War nicht schlecht. Und holt dann direkt Hilfe. Okay.
Ja, eigentlich, wie gesagt, wie ein klassisches Kirby, nur dass man das natürlich mit bis zu 4 Spieler online gucken kann. Damals natürlich per Linkkabel. Ich hab's leider verpasst auf Game Boy Advance damals. Okay, ich muss mal kurz schauen, genau. Item wollte ich einmal weglegen und dann. Moment. Eigentlich den Feuer-Kirby wollte ich haben. Jetzt hat er ihn aufgesaugt, ne? Der andere. Ja, ein bisschen verwirrend ist es aber, wenn die Computerspieler so mitlaufen. Aber so hat man auch ein bisschen Unterstützung nebenbei. Und hier müsst ihr dann erst wieder telefonieren, also R drücken. Man sieht oben links sogar den Balken von dem Smartphone, sehe ich gerade. Okay. Das heißt, zwei Balken hätte ich. Ich glaube, ich kann die jetzt noch zweimal dann zur Hilfe rufen. Zumindest sieht das gerade so aus. Moment, das muss ich kurz testen, wenn ich jetzt R drücke. Ja, Tatsache. Das heißt, jetzt ist nur ein Balken über. Und ich könnte die anderen drei dann nur noch ein einziges Mal rufen, irgendwie in der Welt, glaube ich, noch. Okay, einmal durch. Ich muss sagen, der Wald gefällt mir hier schon mal. Hier haben wir so eine Truhe. Kann man die öffnen? Ah, einfach nach oben drücken. Ah, okay. Oben und B habe ich jetzt gedrückt. Gut, zwei Spiegel, welchen nehme ich? Ich würde sagen, einfach mal unten rum, oder? Ah, okay, ich sehe schon. Das wäre dann, wenn jetzt jemand mitspielen würde online, oben wäre jetzt zum Beispiel der andere, wenn hier mal oben reingegangen wäre. So ein doppelter Weg. Klar. Und er haut mir mein Power-Up gerade weg. Okay, so mit Beam wieder einsetzen. Gut, und hier wäre. Ja, wäre wieder so, okay. Der Hintergrund sieht eigentlich cool aus hier im Level. Gefällt mir. So die nervigen Gegner klauen dann ständig die Items, oder? So mit Beam wieder zurückgeholt. Hier muss man natürlich erstmal ein bisschen reinkommen in Kirby, aber wie gesagt, wie man es kennt, ist eigentlich wie ein klassisches Kirby. Nur mit bis zu 3 weiteren Mitspielern. Okay, somit ab durchs Spiegel. Was haben wir hier? Nice, Miss Eil. Ah, nice. So kann ich mich als Kanone zur Miss Eil Attacke ausrüsten und dann machen einmal. Könnte man so die Gegner natürlich schön gut wegkicken, oder? Ja, hat was. Gefällt mir. Könnte man eigentlich so schön da oben durch. Gibt es ja hier irgendwo versteckte Sachen oder so. Ich weiß nicht, wie das bei dem Game ist. Ich denke mal, das werden wir bestimmt noch rausfinden. Jetzt haben wir hier so einen. So einen grauen Kirby. Okay. Denk mal. Hä, ja, der ist jetzt gerade hier in die Wand rein, okay. Hätte ich den töten müssen? Bin mir da gerade nicht sicher. Hier so ein Stern. Ach, hier könnte ich jetzt drauf, aber oben rechts ging das eben noch weiter. Hm. Okay, jetzt haben wir hier ihn hier. Eigentlich sogar aufschlucken. Wäre Steinattacke. Ah, das kennt man auch aus den anderen Kirbys, also wenn man sich als Stein macht, als Stein verkleidet, indem sie die Powerattacke hier. Ich würde sagen, die hat was. Plus, was war das? Irgendwas Grünes. Eine grüne Karte oder was war das? Hm. Und hier die Gegner schön wegkicken, würde ich sagen. Stein ist eigentlich schon immer cool gewesen bei Kirby. Ich würde sagen, ich möchte aber gleich eigentlich eine andere Attacke haben. Das heißt, ich mache das mal weg. Und die kann ich anscheinend nicht wegsaugen. Okay. Hm. Ich würde sagen, ich rufe hier nochmal Hilfe. Obwohl, Moment. Auf R muss ich drücken. Ja. Ich habe eben auf L gedrückt. Frage ist, was machen die? Ah, ich sehe gerade, hier oben komme ich rum. Okay, super. Da die eigentlich gar keine Hilfe rufen brauche, oder? Wie gesagt, das Geilste ist immer noch, dass man das auch online zocken kann. Das gefällt mir sehr sogar. Mit bis zu 4 Spieler, das heißt,
Wir können ja gerne demnächst auch öfters mal durchrennen zu hier. Wenn jemand Bock hat mitzuzocken, einfach in den Chat hauen oder auf YouTube natürlich in den Kommentaren, wenn ihr es auf YouTube sehen solltet. Jetzt haben wir hier glaube ich den ersten Zwischenboss. Ja, ihn kennt man auch hier mit seinen Eisblöcken. Ah, ja klar. Und er frisst mich natürlich direkt. Okay. nicht gut. Der Dr. Eisbad ist das. Aha. Muss man aufpassen, meine Energie unten ist auch nicht mehr ganz so doll hoch, ne? Zwei Balken. Aber gekriegt, okay. Und somit die Eisattacke. Ich würde sagen Highlight. Nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ich finde das ja immer noch geil. Die Game Advance Spiele sind da eigentlich so wie Super Nintendo, ne? Die Grafik ist heutzutage, gefällt mir die immer noch. Also ich spiele auch sehr, sehr gerne Retro-Games. Wir haben jetzt so einen riesen Schalter. Okay, schauen wir mal. Da geht das dann anscheinend zum nächsten Level irgendwie, ne? Können das oben rein oder rechts? Wo soll ich reingehen? Oben? Was wäre, wenn ich rechts gehe? Ich glaube, oben ist die Zwischenwelt wieder, oder? Schauen wir mal. Ah, da sind wir hier wieder. Ah, okay. Das heißt, das wäre das erste Level. Und der spiegelt dann das zweite Level. Das heißt, man kann hier wieder hin. Und gemütlich rechts rum weiter. Okay. Das heißt, Level 1 haben wir durch. Somit Level 2. Mit Eisbärenattacke hier. Eisbad heißt er ja noch. Muss man sagen, der Soundtrack auch direkt auf Anhieb geil, würde ich sagen, oder? Ah, da ist sogar runtergefallen, okay. Ich würde sagen, oben in einem Balken für die Hilfe hebe ich mir noch auf. Okay, hier könnte man das jetzt wieder weghauen. Okay. Warum komme ich da unten irgendwie hin? Ah, hier, okay. Aber durch die Wand komme ich nicht, ne? Wie kommt man dort zu dem Spiegel? Da kann ich hier so runter, Moment. Nein, mit B geht's nicht, mit A auch nicht, okay. Sonst gehe ich erstmal rechts weiter. Und wieder Beamattacke. Ah, hier müsste man eigentlich wieder Hilfe holen, wenn man jetzt nicht durchgekommen wäre, ne? Aber ich spare mir, wie gesagt, oben diesen einen Balken, den ich habe. Würde ich sagen, hebe ich mir erstmal auf. Ah, und er hätte, glaube ich, eine neue Attacke, glaube ich. Einmal aufschlucken, den Heavy Knight mit Schwert. Okay, das ist irgendwie der Link, kann man sagen. Aber ich denke mal bestimmt, dass irgendwann später auch Bosse kommen, die bestimmt hart werden, oder? Aber wenn ich jetzt an Kirby und das vergessene Land denke, am Ende, extrem hart. Und da waren ja die Bosse, dieser eine auf jeden Fall, mega extrem hart. Okay, somit Power-Attacke hier und durch, da würde ich sagen. Aber was war das für ein Spiegel eben oben? Kann das sein, dass das irgendwie ein Geheimweg war? Sir Kibble hier. Mit Boomerang. Das ist ein Highlight. Okay, hier haben wir jetzt zwei Stück. Also einmal den Geheim, den ich gerade aktiviert habe und den. Ich würde sagen, dann nehmen wir natürlich den, den wir gerade entdeckt haben. Gibt es zumindest eine Tomate, sehe ich gerade oben rechts und links. Wäre noch so ein Trank. Ah, das wäre, glaube ich, dieser eine Spiegel, den ich eben meinte. Und unten. Also zwei Spiegel wird es auch geben für so eine Items. Unten wären dann zwei Leben und eine Truhe. Okay. Dann erstmal wieder zurück. Und direkt durch diesen Spiegel hier. Oh.
Ich stelle mir das gerade richtig cool vor, wenn wir jetzt zu viert hier durchrennen. Das wäre, glaube ich, mega, mega episch. Das ist auch das Geile an Switch Online, dass man die alten Games online zocken kann. Ne? Dann haben wir direkt anscheinend das war den nächsten Weg geebnet. Ist ja geöffnet. Oha, Stachel oben. Und hier sehe ich gerade, könnte ich anscheinend wieder Attacke auswählen. Muss mal kurz schauen, was wäre das in der Mitte? Der Kämpfer. Hier, Samurai-Kirby würde ich jetzt sagen. Karate-Kid. Oder hier Schwert. Was wäre das? Bomben? Ah, okay, die gab es auch schon hier in dem Teil. Kann man ein bisschen Bomberman spielen, auch sehr cool. Ich würde aber sagen, ich nehme eher hier den Kämpfer. Also unseren Samurai. Würde ich jetzt dazu sagen. Ah, okay, das heißt unser erster Boss anscheinend hier. Der König Gragant wäre das, okay. Aha. Ich würde sagen, schön draufkloppen. Energie habe ich eigentlich genügend, ne? Können sogar eigentlich Hilfe rufen. Ich würde sagen, einmal schnell telefonieren, Hilfe rufen. So dass die anderen noch mit draufhauen. Und direkt geschafft, okay. Ja, es war tatsächlich anscheinend der erste Boss hier. Wir haben jetzt hier nämlich auch das Teil bekommen. So eine Art Splitter vom Spiegel hier in der Mitte. Okay. Ja, mega cool. Somit erster Boss geschafft und ich glaube erste Welt. Man ist die ersten beiden Level, ne? Ja, und hier müsste man dann anscheinend mehrere Splitter kriegen. Okay. Ich denke mal, dass hier dann irgendwann noch mehr Spiegel kommen. Und im Moment müssen wir jetzt hier rein, oder? Okay, dann würde ich sagen, let's fetz, los geht's. Also ein Zwischending hier. Weitere Karte erhalten. Okay. Jetzt haben wir links, rechts und Spiegel. Ich würde sagen, erstmal links rum. Oh, ich sehe gerade da oben die eine Attacke. Die möchte ich haben. Das ist das Rad hier. Das fand ich damals immer auch auf dem Super Nintendo bei Kirby mega cool. Da kann man, wenn man jetzt auf B drückt, die ganze Zeit durchs Level durchrasen. Mega Highlight, würde ich sagen, oder? Das macht auf jeden Fall Laune. Wir sind einmal durch und zum nächsten Spiegel. Oha. Ich würde sagen, hier nehme ich lieber hier die Feuerattacke von ihm. Hier unten wäre wieder ein Spiegel. Denk mal wieder so ein Bonus-Spiegel. Links geht es auch noch weiter, okay. Dann schauen wir erstmal hier rein. Ja, klar. Und da haut mir meine Feuerattacke einmal weg hier. Oh, ich sehe gerade, die möchte ich auch mal haben. Das wäre Elektro. Auch mega coole Attacke auf jeden Fall. Alles, wo führt der Spiegel ganz hin? Oben waren nämlich auch noch zwei Wege, genau. Ich denke mal schon, dass auch in einigen Levels und Welten so ein paar Sachen versteckt sind. Vermute ich zumindest mal. Wäre natürlich schon cool. Dann könnte man die Levels natürlich öfters durchrennen. Klar, das kriegt mich direkt hier. Okay, hier wieder zwei Spiegel, aber wir können einmal rechts, wenn ich jetzt oben lang gehen würde. Oder diesen. Welchen nehmen wir? Ich würde sagen erstmal den hier, oder? Ich würde sagen, einmal mit Elektro durch da, oder? Okay. Hier könnte man eigentlich, wenn ich die Attacke ablege, unser Rad wieder mitnehmen. Würde ich sagen, nimm mal das. Ja, ist sogar ganz gut, weil hier kann man mit dem Rad schön durchheizen. Und somit nächster Spiegel. Aber krass. Wie gesagt, vorhin eben haben wir haben ja schon zwei Wege, die man nochmal laufen könnte. Das heißt, es gibt immer verschiedene Wege, glaube ich, oder?
Weil wir sollen jetzt da oben durch. Ja. Und hier sogar Feuerball. Ich würde sagen, die Attacke ist natürlich auch mega cool. Und ich sehe gerade, ich habe nur einen Balken an Energie. Das heißt, schnell mal Hilfe holen. Ich habe immerhin drei Computer mit dabei hier am Start. Und kann ich sagen, er trifft mich natürlich, klar. Wenn die Computer am Start sind, würde ich sagen, ist ein bisschen viel los am Bild. Ne? Muss natürlich schauen, wo jetzt gerade Gegner kommen. Oh, hat er mich tatsächlich noch gekriegt, ey. Okay, hier ist der linke Weg unten, rechts geht es glaube ich auch rum. Na, wieder verschiedene Wege anscheinend. Und hier kann er mal so rum. War hier unten noch irgendwas? Nö, ne? Dann haben wir komplett durch. Ich dachte gerade, er ist ein Gegner. Das ist gerade das, was ich meine. Manchmal muss man schauen, da muss man sich erst dran gewöhnen, dass er da drei Kirbys mit rumrennen. Ungewohnt. Zumindest war man Hilfe ruft. Und oben sehe ich gerade, könnte man durch, wenn er da nicht wäre. Also einmal weghauen. Ja, hier wäre jetzt ein Spiegel und ich glaube unten auch, oder? Würde sagen, ich nehme lieber erstmal den oberen. Also alles verschiedene Wege, wenn man die Spiegel nimmt. Okay. Gut, hier noch ein bisschen Bomberman spielen. Ah, und hier die Attacke gibt es ja auch, sehe ich gerade. Ich würde sagen, einmal aufsaugen. Tornado war das, genau. Mega, mega cool. Kann man ihn hier zum Beispiel die Gegner so schön wegkicken. Nur die Stacheln sind gefährlich da unten. Klar. War logisch, dass ich an den Stachel lande, oder? Ein bisschen Energie. Fleisch haben wir hier auch noch ein bisschen. Das ist schon mal sehr gut. Ein schönes Steak für nebenbei. Gut, Kämpfer, Kirby. Ja klar. Und direkt Attacke weg, wollte ich gerade sagen. Super. Aber wieder bekommen. Ich muss sagen, der Kämpfer Kirby, Samurai Kirby, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ah, hier müssen wir auf jeden Fall die Feuerattacke haben, okay. Klar. Jetzt habe ich den Stern noch mit aufgeschluckt und habe die Feuerattacke nicht. Kann ich da wenigstens mit dem Beamen? Naja, kann ich hier nichts machen, okay. Dann müsste ja gleich wiederkommen, der Gegner, oder? Wenn ich jetzt runtergehe, ja. Er ist oben neu gespawnt. Das ist einmal schnell hoch. Attacke weg. Und Feuerattacke nehmen. Muss man nur anzünden, glaube ich, oder? Ja. Also schnell in die Kanone rein und mal schauen, wo wir hinkommen. Okay, hier. Hier links sehe ich gerade, ist ein Spiegel. Ich denke mal, von hier wäre man gekommen, oder? Ich sehe doch gerade, Melon King ist mit dabei. Schreibt einen Abend. Schön, dass du reinschaust. Sehr cool. Wir zocken gerade so ein bisschen Kirbys, Kirby und die wundersame Spiegelwelt auf jeden Fall. Das Geile ist, das Game kann man bis zu 4 Spieler online zocken, was auch mega, mega cool ist. Können wir natürlich sehr gerne machen, wenn jemand Bock hat, wie gesagt, einfach in den Chat hauen oder auf YouTube natürlich, wenn ihr es auf YouTube sehen solltet, in den Kommentaren reinhauen. Denk mal, das können wir sehr gerne auch öfters mal zocken. So online denke ich mal schon, dass es mega Laune macht. Gibt natürlich mehrere Wege. Ich weiß auch nicht, wo der Spiegel links hinführen würde. Ich denke aber mal, dass man normalerweise von dort also jetzt gekommen wäre. Aber haben wir eben vorhin schon mehrere Spiegel gehabt, wo wir nicht rein sind und so. Es gibt auf jeden Fall immer verschiedene Wege und so, ne?
Frage ist, wie komme ich da zu der Truhe? Aber ich schau mal kurz. Ich sehe gerade, da oben könnte man, glaube ich, irgendwas machen. Ja, mit Feuer komme ich nicht ran, okay. Schade. Reicht leider nicht, um die, um das Teil da zu aktivieren. Dann erstmal weiter. Ich denke mal, in der Truhe ist wieder noch irgend so ein Bonus oder so, oder? Und ist so eine Tomate. Na, kommen wir natürlich auch. Ah doch, jetzt. Doch, könnte ich mir holen. Weil ich bräuchte sogar Energie. Ich habe nur zwei Balken, sehe ich gerade. Das heißt, einmal die Waddle Dees weghauen. Und somit wieder volle Energie. Mega cool. Für mich ist natürlich auch geil und Highlight. Ich habe das damals leider nie gespielt auf dem Game Boy Advance. Und kenne das ganze Game natürlich nicht, was natürlich umso spannender ist. Für mich natürlich auch. Okay, schauen wir mal. Hier ist wieder so ein Zwischenraum. Könnte man die Attacke natürlich wieder ändern? Welche nehme ich? Obwohl, nee, Moment. Behalte die. Und aktiviere den Schalter hier einmal. Das wäre dann auch wieder irgendein Weg, den er aktiviert hat. Okay. Ich glaube, durch die Schalter, die wir hier aktivieren, diese großen... ja, wie wir gesehen haben, gibt es mehrere Wege, die man nehmen könnte. Rechts geht es, glaube ich, in die nächste Welt und hier würde ich jetzt wieder in die Lobby oder so kommen, oder? Ja, okay. Da sind wir jetzt hier. Okay. Also eine oben wieder durch. Und rechts in das nächste Level rein, ne? Der Krogsam, ja, auch mega cool. Auf jeden Fall. Muss sagen, die Sound Alerts immer wieder Highlight, auf jeden Fall. Die Frage ist, ah, super. Packe direkt weg. Frage ist immer, welchen Weg soll man zuerst nehmen? Hier wäre jetzt zum Beispiel wieder ein Spiegel und rechts wird es noch weitergehen. Ich würde sagen, wir gehen hier rein, oder? Was gerade interessant aussieht. Ich glaube, man muss sogar mehrere Levels mehrmals durchrennen. Ich habe da keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Ich spiele es mit euch jetzt das erste Mal heute hier. Ich vermute aber schon, dass man eventuell dann öfters durch die Level durch muss und ja, die ganzen Sachen freispielen kann, mehrere Wege freispielen kann irgendwie. Hier oben wieder ein Spiegel und links könnte man wieder weiter. Welchen Weg nehme ich? Ich sehe schon, hier wäre auch ein Spiegel. Müsste ich normalerweise Hilfe rufen oder wenn er es immer online mitspielen würde, müsste derjenige da auf den Schalter rauf und dann könnte man hier eigentlich durch. Ich würde sagen, wir rufen einmal Hilfe, wir telefonieren mal. Und schauen, dass da einer von denen irgendwie drauf stehen bleibt dort. Rallt der Computer das überhaupt nicht, ne, oder? Na, ich habe die, glaube ich, umsonst zur Hilfe gerufen. Eigentlich soll einer von denen da stehen bleiben. Und so. Okay, anscheinend klappt das nicht. Im ersten Level, im Tutorial-Level, war das ja so, dass der Computer da drauf stehen geblieben ist. Hier aber nicht, okay. Dann würde ich sagen, oben rechts rum haben wir einen anderen Spiegel. Okay, was haben wir hier? Das ist ja schon fast so Boss-Musik, würde ich sagen. Klar. Und dann nimmt mich auch die Bratpfanne. Wo ist er hin? Das ist auf jeden Fall so ein Vulkan hier anscheinend. Also die Musik ist fast wie Boss-Musik, würde ich schon fast sagen, oder? Hört sich episch an. Ja, tatsächlich so ein Zwischenboss hier sogar. Immerhin, der eine Computer lebt noch hier. Moment, ich könnte... Ah, die Attacke hätte ich normalerweise schon überholen können. Nicht gut. Jetzt habe ich die leider nicht mehr gekriegt. Dann nehme ich eben mal einen Boomerang und schau weiter. Da wäre One-Up. Hm. Ja,
Aber ich schaue direkt weiter. Wanna brauche ich glaube nicht unbedingt, oder? Wir haben die Gegner hießen übrigens Hopsala. Pixie. Man sieht immer die Namen unten rechts auch sehr cool. Aha. Ich sehe gerade unten links übrigens steht auch normal. Das Schwierigkeitsgrad kann man anscheinend dann in den Optionen anscheinend auch verändern, oder? Das hatte ich jetzt gar nicht geschaut zum Anfang, aber ich würde sagen, normal passt eigentlich erstmal dafür, dass man das erste Mal spielt und so, soll das eigentlich passen. Hier ist wieder gefährlich. Ich habe noch 3 Balken an Energie. Das heißt aber, schnell durch. Okay, 2 Balken nur noch. Ich glaube, wenn man stirbt, fängt man am Anfang des Levels wieder an. Klar, der Pixar hat mich ebenfalls gekriegt. Und hier haben wir Minimum, okay, die das Power-Item hier. Das heißt, Kirby wäre dann nur klein, aber ich kann dann auch nicht fliegen oder so. Okay. Und somit leider getroffen. Glaube ich telefoniere nochmal, wenn das geht. Nee, als kleiner Kirby kann ich gar nicht telefonieren, okay. Ich würde sagen, Moment, einmal Power-Up weg. Und schnell Hilfe holen. Ah, ich sehe gerade rechts könnte man per Mini Kirby irgendwie hier oben durch. Na ja, klar, jetzt hat der Computer sich die Attacke geholt. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, einmal mitnehmen. Wenn man dann da rankommt, jetzt hat der Pixar mich wieder gekriegt. Okay, somit nochmal einsacken. Ah, echt gefährlich, würde ich sagen. Ja, so könnte man dann hier durch. Okay, ich vermute mal, dass hier dann irgendwie irgendein Bonus ist. Also hier wäre ein Spiegel. Kann ich sogar rein, okay. Und rechts würde es sogar noch einen Spiegel geben, okay. Krass, wie viele Wege das gibt hier in der Spiegelwelt von Kirby. Okay, die Attacke neu holen würde ich sagen, mal jetzt nicht, dann gehe ich in dem Spiegel. Und weitere neue Attacke, Laser. Kennt man auch aus den anderen Teilen. Unser Laser-Kirby. Klar. Und natürlich leider gestorben. Ja, man fängt tatsächlich dann am Anfang des Levels an, okay. Aber ich habe nur noch 2 Leben. Wenn man natürlich Game Over geht, fliegt man glaube ich aus der Welt komplett raus, ne? Weiß bloß nicht Game Over gehen. Ich sehe gerade die Attacke da oben. Möchte ich mal schauen. Wäre Amoria. Kirby mit Pfeil und Bogen sogar hier. Und man schwebt sogar recht gut mit der Attacke, sehe ich gerade. Ich würde sagen, das könnte eigentlich die Highlight-Attacke werden. Beziehungsweise Item. Klar. Außer man wird getroffen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber die hat was, oder? Ich finde das Power-Item geil. Schön durchschweben, es sei denn, wie gesagt, man wird getroffen. Okay. Wir sind irgendwie stürmische Winde jetzt, okay. Muss ich schauen. Unten rechts ist ein Leben. Komm mal dahin. Die Winde von links nerven natürlich so ein Buschen. Ich könnte, glaube ich, schauen, dass ich hier so ein Buschen rutsch, genau. Ich würde sagen, das One-Up nehme ich auf jeden Fall mit, da habe ich wieder 3 Leben. Statt 2 ist natürlich ein bisschen besser. Und immerhin ich ja wieder schwer. Thank you.
Okay, plus ein Item, okay. Kann nicht sein, oder man hat gerade ein Power-Item abbekommen, ein Item, und schon hat man es auch im nächsten Moment wieder verloren. Und unser zweiter Boss hier anscheinend, Jetstar. So, Zwischenboss würde ich jetzt sagen. Okay, muss auch schauen. Ich würde sagen, lieber Hilfe rufen. Klar, dann habe ich sogar nochmal getroffen. Ja, scheint also der zweite Zwischenboss zu sein anscheinend. Und gefährlich mit seinen Raketen. Ich denke mal, die kann ich aufsaugen, ne? Ja. Dann eigentlich auf ihn drauf. Ah, okay, das heißt, immer die Raketen am besten aufsaugen und dann einmal auf ihn raufkicken. Ich würde sagen, saugen. Ah, jetzt schmeißt er wieder. Gar nicht so einfach mit den Raketen. Aber jetzt habe ich eine gekriegt. Aber leider daneben gehauen. Auch nicht schlecht. Oha. Und ein Balken Energie nur noch. Ich würde sagen, nochmal schnell Hilfe holen. Und habe immer ein bisschen Buschel Energie wieder und so. Okay, noch einmal treffen, dann haben wir ihn. Okay, die haben ihn, okay, die haben ihn noch getroffen. Falls schnell aufsaugen, ja, war wieder so eine Art Zwischenboss. Und Miss Isle wäre dann dieses Item, was er droppt. Okay. Plus ein großer Spiegel sehe ich gerade hier. Oh, sehr cool. Direkt rein und mal schauen. Ja, wie gesagt, zweite Welt, kann man sagen, oder zweites Level so gesehen. Zweiter Boss abgeschlossen, das heißt einmal zum Stern hin. Mega cool. Hier könnte jetzt, sehe ich gerade, okay, das erste Mal so ein Bonusspiel machen. Das erinnert mich auch gerade an so ein Spiel, war es nicht damals bei Sat.1 in diesem Frühstücksfernsehen? Da gab es so dieses Ballspiel, wo man mit der Kugel irgendwie so hoch ging. War aber nur recht kurz gerade, ne? Okay, die Welt so gesehen auch abgeschlossen, das heißt zwei Bosse haben wir. Wo müssen wir hin? Oh. Ja, wir haben aber diesmal kein so ein Kristall hier bekommen. Wir haben so sind oben rausgekommen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, weil hier sind keine neuen Spiegel. Es gab ja mehrere Welten. Und so mehrere Spiegel in den Leveln irgendwie noch. Also kein neuer Spiegel. Hier sehe ich nur bei dem Spiegel ist oben so ein Stern dran. Bei den anderen Spiegeln eher nicht. Ich würde sagen, schauen wir kurz zurück. Rechts könnte man rum und links rum. Frage ist, gehe ich rechts? Ich schaue mal rechts rum weiter. Ja, ist anscheinend, könnte man hier dann direkt weiter. Okay. Also eigentlich richtig. Tornado Kirby auch immer wieder cool. Nur kriege ich damit das. Die Dinger da nicht weg. Gut, hier müssen wir wieder schauen. Ich glaube, hier bin ich von links rein, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Stimmt. Hier haben wir auch Sterne. Da sieht man das jetzt auch. Dieser Spiegel ist abgeschlossen. Okay. Das heißt, überall bei den Spiegeln, wo ein Stern dran ist, müssen wir nicht nochmal wieder rein. Und können dann den Weg in die nächste Richtung fortsetzen. Das ist schon mal eigentlich sehr gut zu wissen. Also einmal rechts und weiter. Mega cool auf jeden Fall. So wie ich es vermutet habe. Man muss anscheinend öfters in die Welten, in die Level. Klar.
Und direkt gestorben, okay. Wir sagen durch da. Und hier unten können wir wieder durch. Und hier wäre der nächste Spiegel, den wir noch nicht haben. Somit erstmal Tornado wieder. Gut, hier rechts wäre der Spiegel. Frage ist, ist hier noch irgendeiner versteckt? Klar. Die Fledermaus kriegt mich natürlich. Ja, hier hätte man so runtergehen können, okay. Dann schauen wir direkt weiter. Ah, ihn darf man nicht ansaugen, ne? Dann kommt er einem so hinterher. Kann ich da wenigstens so anrutschen? Ja, aber zumindest funktioniert gerade. Und hier links müssen wir wieder schauen. Könnte man vielleicht mit einem Item, Power-Item durch? Dann schauen wir erstmal hier rum. Aber schon mal gut zu wissen, das heißt überall über den Spiegel, wenn da so ein Stern dran ist, so ein goldener Stern, hat man diesen Weg abgeschlossen und dieses Level dort anscheinend. Einmal immer nur irgendeinen Spiegel nehmen. Ja, bis da irgendwann so ein goldener kommt. Wenn dann ein goldener ist, kann man natürlich weiter zu einem anderen Weg und so. Oh. Gefährlich. Hier wäre nächster Spiegel. Und er mit seiner Bratpfanne hier wieder. Klar, er kann, er schmeißt sie sogar. Okay. Hammer einsaugen. Und Chefkoch Kirby hier. Er brutzelt dann aus den Gegnern jetzt eine Suppe oder wie? Okay. Ich würde sagen, Highlight, das hat was. Habe ich so bis jetzt auch noch keinen Kirby gesehen, die Attacke. Also mit Chefkoch Kirby kann man dann immer schön Energie brauen. Also kochen. Und hier unten wäre zwar eine Truhe, aber... keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll. Dann würde ich sagen, erstmal weiter. Ah, jetzt sind wir hier an der Ecke, okay. Können dann hier so durch. Hier sind wir eben runter, ne? Dachte gerade, der grüne Kirby ist ein Gegner. Okay. Ja, oben rechts können wir dann anscheinend Weg abschließen. Ja, da ist einmal durch. Ah, gefährlich. Ich dachte, ich kann mal weiter runter. Was hat er da für ein Power-Item? Nein, das muss ich kurz schauen. Er hat gar keins, okay. Hier ist wieder die Frage, nehme ich jetzt direkt diesen Spiegel? Oder schaue ich rechts rum weiter? Ah, nehmen wir erstmal den, oder? Okay, da ist er hier wieder, Jets da wieder. Das heißt, er kommt hier öfters als Zwischenboss. Okay. Ah, ich würde sagen, lieber schnell wieder Verstärkung rufen. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt online spielen würden, dann wären die anderen Kirbys natürlich einer von denen, wäre natürlich einer von euch, was natürlich auch sehr cool ist. Dann können wir so das Game gemeinsam online hier durchrennen. Ich finde, das hat was. Und er hat mich leider getroffen gerade. Okay. Alles, wann schmeißen. Nächste Rakete. Ich sehe gerade die Sterne. Könnte ich auch saugen, ja. Und zumindest einmal getroffen. Ich würde sagen, am besten die Sterne holen. Geht natürlich auch. Oder die Rakete. Okay, somit nächste Rakete. Haben wir leider daneben geschossen.
Ah, gerade noch so die Rakete gekriegt. Somit habe ich ihn, okay. Würde sagen, Highlight. Das heißt, der Jetstar, der Gegner, der Zwischenboss, kommt auf jeden Fall öfters vor. Okay. Haben wir ihn das zweite Mal gehabt. Der Spiegel ist aber immer noch nicht abgeschlossen hier. Also hier ist immer noch so ein normaler Stern. Das war doch gerade nur der Zwischenboss, oder? Da ist hier noch irgendwas, ne? Okay, das heißt eigentlich... Kann es sein, dass es erst abgeschlossen ist unten das Spiegel, wenn wir das Level durch haben. Oh, nicht gut. Ein Balken an Energie nur noch. Klar. Und er kommt mit dem Feuerball und kriegt mich direkt. Geht gar nicht, würde ich sagen. Na, immerhin volle Energie wieder. Das kommentiere ich jetzt nicht. Falle ich direkt runter und verliere direkt das nächste Leben. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man so einen Stein schluckt, kann man natürlich nicht schweben. Und Feuerball. Und das Item übrigens, das ist der schlafende Kirby da, ne? Einmal einsacken. Machen wir mal kurz. Ich glaube, damit kann man gar nicht, kann man glaube ich Gegner einschläfern, oder? Also, dass nichts wirklich passiert oder so. Ich sehe gerade, hier ist zumindest Energie, ne? Oder irgendein Item war das irgendwie. Ich muss sagen, das Game macht Laune. Spielt sich wie ein klassisches Kirby, wie gesagt. Also, nur, dass man so nebenbei natürlich, wenn man jetzt auf R drückt, Verstärkung holen kann. Wenn man jetzt im Einzelspieler spielt. Online würde man natürlich dann zu viert oder zu zweit hier durchrennen. Geht natürlich auch nur zu zweit und so. Muss man aufpassen, dass ich nicht so viel Leben verliere. Na, und dann kommt er gerade hinterher gesprungen. Okay. Gut, immerhin wieder Beam-Attacke. Ich sehe gerade, was wäre er hier? Er ist, glaube ich, Stein, ne? Der Grobstein. Wenn ich ihn jetzt geschluckt hätte, könnte ich die Steinattacke, glaube ich, wiederholen. Gut, hier können wir links rum und hier oben. Da komme ich so nicht durch. Okay. Das heißt eigentlich unten rum. Ey, was sag ich, saug immer. Okay. Aber wenigstens die Steinattacke, obwohl die ist hier glaube ich gar nicht so gut. Toll, jetzt habe ich mal eine schöne Attacke weggeworfen, mein Item. Dann einmal steige ich hier hinten zu ihm wieder hin. Und wieder nur ein Balken an Energie. Na, mit der Attacke kann man hier wenigstens so schön durch. Gefährlich, die Gegner spawnen ja immer wieder neu, auch wenn man sie killt. Muss man schauen, wenn man jetzt zurückgeht oder so. Und was ist er für einer? Ach so, das ist Kirby. Roter Kirby. Ich dachte gerade, was ist das für ein Gegner, der mir da hinterher rennt? Wo kommt er denn auf einmal her? Der rote. Ich sehe gerade, hier ist sogar der gelbe Kirby noch. Wieso hängen die hier rum? Er hat jetzt keine Verstärkung gerufen. Also hier wäre wieder ein Spiegel. Und rechts wird es auch noch rumgehen noch. Aber gefährlich. Also oben ist er das Teil, was er so durchgeht. Und dann kriegt er mich noch, kann ich sagen. Wollte eigentlich nur schauen oben, wo es lang gehen würde. Super, nur ein Leben unten. Da nochmal durch.
Müsste gleich mal schauen, ich setze sogar mal einen Zwischenspeicher, nicht, dass wir irgendwie Game Over gehen irgendwo. Könnte man von hier wieder anfangen. Ja, eigentlich wollte ich hier eben oben nur schauen. Dann müsste man hier oben auf den Stein rutschen, damit die kaputt gehen und so. Aber der Gegner, der da durchgeht, dieser Stachelgegner, ist sehr gefährlich. Ich würde sagen, schau lieber direkt durch den Spiegel oben, oder? Also einmal durch. Ah, okay. Das heißt, hier haben wir wieder direkt einen Schalter. Okay. Da oben sind wir jetzt irgendwie ganz okay. Was wäre das so für eine Attacke da oben? Ah, nein. Da wollte ich gar nicht rein. Das war so ein Missile, wäre das okay. Dann nehme ich lieber hier die Feuerattacke. Also rechts rum könnte man anscheinend noch was machen, weil hier auch noch nicht abgehakt ist, der Spiegel. Frage wäre, was wäre hier links? Anscheinend auch ein Weg, den wir noch nicht kennen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rum, oder? Klar. Und da kriegen wir natürlich öfters. Hier haben wir wieder diese Britzel. Das Vulkanlevel hat was. Vom Style und vom Soundtrack her eigentlich sehr cool gemacht. Ah. Und da hat natürlich kein Item, okay. Und hier haben wir immerhin wieder Feuerball. Unten müsste man schauen, ich sehe gerade, hier können wir auch runter. Müsste man aber wieder mit dem Mini-Winnie-Kirby irgendwie durch, ne? Hier so eine Truhe. Ich sehe gerade, hier wäre der. Der Mini-Kirby. Oben wäre sogar noch ein Spiegel, okay. Nimm ich als erstes den Spiegel oder schaue erstmal unten? Ich würde sagen, lieber erstmal unten rumschauen. Ja, kriegt man so aufgesaugt, somit einmal runter. Okay, und können dann hier durch. Ganz Mini-Kirby. Ich würde sagen, hier könnte man das Item wieder wegmachen. Ah, gefährlich. Ich finde das cool, wenn er den Feuerball hat, wenn er so fliegt, dann paddelt er so mit dem Feuer an den Arm. Sieht eigentlich sehr cool aus, oder? Und dann kommt der Gegner dann noch und nervt. Ah, hier sehe ich gerade, ich hätte klein bleiben müssen. Super. Hä? Jetzt komme ich da oben nicht zurück, könnte aber hier unten rum. Okay. Okay, dann nehmen wir eben den Weg mit dem Spiegel. Hier so falsche Model, die haben wir hier auch wieder. Kann man die aufsaugen? Ja, gibt auch den Scherm, die Attacke. Kennt man auch aus den älteren Teilen. Mega cool. Oder sich halt so runterschweben lassen. Auch nice. Okay, ich sehe gerade, hier könnte man ein Level beenden anscheinend, ne? Und so, der Weg ist beendet, glaube ich. Ich meine, ich sehe gerade erstmal oben das Fleisch holen. Das. Und dann da durch. Somit sind wir zurück im Wald. Anscheinend. Also auf jeden Fall ein Weg, den wir nicht kennen. Ich würde sagen, hier das Item nochmal mit.
Kann man hier irgendwie zu der Tomate? Hm. Und da wäre direkt wieder ein Spiegel. Oben rechts war, glaube ich, noch ein Weg. Krass, wie viele Wege das hier gibt in den Levels, oder? Ungewohnt. Und man kann sämtliche Wege gehen und kommt dann irgendwo irgendwie immer weiter. Und hier sehe ich gerade, die Truhe hätten wir schon gehabt hier. Wir sind jetzt auch irgendwie wieder im Walde, ne? Und ich schau mal kurz raus und einmal hier so hin. Hier sieht man auch, das wäre auch gar nicht abgeschlossen, bin ich der Meinung. Weil hier ist ein Stern, da noch nicht, rechts auch nicht und oben auch nicht. Das heißt, jetzt müsste man wieder schauen, da keine weiteren neuen Spiegel sind. Dass man dann wieder direkt schaut, dass man irgendwo weiterkommt. Also ich gehe mal hier links rein, oder? Ich glaube, den Weg kenne ich. Hier sind wir vorhin rein, aber ja, ist auch noch kein Stern zu sehen beim Spiegel, also schauen wir erstmal hier rum. Und man muss eigentlich immer schauen, dass man die Spiegel findet, dort wo man noch nicht drin war und so. Ja, einmal durch. Ich finde das Rad einfach cool. Ach stimmt, hier waren wir zum Beispiel auch gar nicht. So mit dem One-Up. Da sind wir vorhin ja irgendwie direkt unten durch, glaube ich noch. Oben könnte man auch noch hoch. Na, hier oben waren wir, glaube ich, nicht. Okay. Müssen wir schauen. Hier ist ein Spiegel. Oh. Oh, Tomate nehme ich mit. Für Energie. Ey, von hier kann man übrigens auch starten, das Level. Ich glaube, den Weg kennen wir auch. Dann nehmen wir mal hier den Spiegel. Hm. Okay, leider wieder Attacke verloren. Ach stimmt, ich glaube, hier unten war gleich irgendwie rechts noch ein Spiegel, ne? Wir sind hier unten links in den einen rein, dann würde ich sagen, nehmen wir direkt rechts den anderen. Wenn wir dann da hinkommen, sehe ich gerade. Also hier könnte man das ja so aktivieren. Ah doch, hier kommen wir so durch, okay. Ja, dann können wir hier rechts den Weg nehmen. Man sieht auch gerade der Spiegel, also der Stern hier rechts, der schimmert auch ganz anders als links beim Spiegel. Links sind wir vorhin durch, rechts auf jeden Fall noch nicht. Also einmal direkt Stein machen und runterkullern hier. Und rechts wäre wieder Spiegel. Tages, was haben wir hier noch? Noch alles. Klar. Und hier kann ich jetzt nichts machen. Ich könnte höchstens mir das Item wegschmeißen. Und er verfackelt mich noch, ey. Okay, zumindest geschafft. Okay, da sind wir eben durchgekommen, ne? Ah, hier ist zumindest auch Fleisch. Klar. Da haben wir mein Item noch weggehauen. Gut, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich muss sagen, das Game macht süchtig. Wie man es erkennt von Kirby. Okay, hier müssen wir auch schauen. Könnte man hier durch. Und sogar ein One-Up bekommen. Hm. Okay, direkt weiter.
Und immerhin wieder Elektroattacke. Ich muss sagen, hier die lilane Umgebung bzw. die lilane Landschaft sieht eigentlich sogar cool aus, oder? Und Gegner sehr gefährlich. Und mit der Attacke kann man natürlich dauerhaft jetzt, wenn man B gedrückt hält, die ganze Zeit die Attacke ausführen. Was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Kann man sich auch ein bisschen schützen. Und zu viel Gegner rumrennen. Einfach B drücken und gedrückt halten. Und da könnte man die Leiter runter. Oder hier runter. Klar. Dann kommt er hier, ey. So, ich würde sagen, einmal Hilfe rufen. Und sogar One-Up noch bekommen. Okay. Okay, hier sind wir, haben wir wieder diese drei Spiegel. Das heißt, hier würde man das Level beenden. Was wäre dann hier oben bei der Leiter noch? Klar. Gegner spawnen natürlich alle wieder neu. Und ich will eigentlich nur bei der Leiter schauen oben. Ich würde sagen, da schaue ich auf jeden Fall nochmal schnell hin. Ah doch, kann man runter. Da wäre hier sogar Meisterhand als Zwischenboss. Hab mich direkt gekickt hier, ey. Kann ich gar keine Hilfe rufen? Die anderen rennen oben irgendwo rum. Okay, der eine ist gekommen. Immerhin. Ich habe nur einen Balken an Energie gerade. Oha. Klar. Und kickt mich direkt per Faust an. Okay, also da wäre irgendwie ein Zwischenboss. Ich würde sagen, den mache ich erstmal, oder? Muss ich hier runter, unten links war der Spiegel mit den drei Sternen irgendwie. Machen wir den auf jeden Fall mit. Wo bin ich gerade? Ah, da, okay. Wollte gerade sagen. Ah, die haben ihn schon. Die haben sogar weiter drauf gehauen eben. Nice. Und die Hand wäre Laserattacke, okay. Und wie kommt man hier an die Truhe? Also ich kann dagegen schießen, passiert aber nichts, okay. Jetzt haben wir die Hand besiegt und kriegen aber die Truhe nicht, oder wie? Ja, den Zwischenboss Meisterhand hier zumindest an der Stelle muss man eigentlich nicht machen, aber kann man anscheinend mitmachen. Nur keine Ahnung, wie ich jetzt die Truhe kriegen soll. Die Laserattacke ist eigentlich sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, einmal ins Spiegelchen rein und zum wunderschönen Stern somit Level abschließen. Okay. Okay, hier haben wir wieder das Minispiel, sich gerade. Ah, gefährlich. Immerhin ein paar wenige Items eingesagt. Okay, aber ich sehe schon, ist auch gar nicht abgehakt, ne? Also ist immer noch kein Stern oben bei dem Spiegel, bei dem anderen auch nicht und hier auch nicht. Das heißt, man muss tatsächlich immer wieder öfters in die Welten rein, wie wir gerade sehen. Ja, das heißt, eigentlich müsste man hier wieder schauen oder man könnte auch dort schauen. Frage ist, wo gehe ich rein? schauen wir direkt hier wieder rein. Frage ist, rechts, links, erstmal Attacke nehmen. Nee, aber Laserattacke, doch, stimmt. Ich glaube, ich gehe mal rechts rum wieder. Gut. Ja, ich glaube, hier waren wir vorhin. Frage ist, wie kommt man da unten hin? Irgendwie muss man doch die Teile hier runterkriegen können, oder? Also es tut sich auf jeden Fall nichts. Schwert hätte ich jetzt auch nicht, nur Laser.
Ah, er hat ein Schwert da oben, Moment. Wollen wir kurz schauen, den Boomerang. Könnte aber klappen. Kann man die Seile weghauen? Ja, Tatsache. Die kann man so weghauen. Und dann kommt man zumindest in den Bereich. Jetzt hat er mir mal einen schönen Boomerang weggehauen. Und hier wäre dann anscheinend eine Leiter. Ja, die zu diesen Spiegeln führt. Ich glaube, somit löst man dieses Level, glaube ich. Okay. Man kann jetzt hier natürlich rumschwimmen unten. Oder oben lang. Geh weg, ey. Sehr gefährlich, wenn die Gegner alle mal so nahe kommen. Hier, immerhin sehe ich gerade Mondscheinbilder, sehe ich gerade. Aber da haben wir auf jeden Fall irgendwie so ein Notenblatt bekommen. Und was das da unten rechts aber heißt, weiß ich auch gar nicht. Also wir sind, glaube ich, in der Mondscheinbilla, ne? Weil das Notenblatt eben, ich denke mal, das kann man irgendwo in den Bonus-Sachen aufrufen, oder? Im Hauptmenü, glaube ich, im Game. Sicher bin ich mir nicht, könnte aber sein. Und wir haben jetzt auch schon mehrere Karten irgendwie gefunden. Also Bonus-Sachen irgendwie. Hier wäre jetzt nichts. Okay. Dann direkt rechts rüber. Der Soundtrack ist einfach cool hier, oder? In der Welt. Okay, ich sehe gerade einen Balken, das heißt schnell durch den Spiegel durch. Oha, wir haben jetzt vier Spiegel. Unten links sind wir rausgekommen. Welchen nehme ich? Rechts kann ich gar nicht durch, ne, Moment. Aber doch, könnte ich wegsaugen, oder? Ne, kriegt man so nicht weg. Bleib mit Verstärkung. Müsste man mal schauen. Ja, mit Verstärkung könnte das eventuell klappen, dann alle saugen. Ne, auch nicht. Klar, der Computer stoppt da ständig das Power-Item wieder hier. Einmal Power-Item weg. So. Ah, müssen tatsächlich alle vier saugen. Das heißt, auch wenn wir jetzt online spielen würden, müssten wir alle zu vier da ran und den Stein da wegsaugen. Okay. Das heißt, ich würde sagen, ich nehme lieber erstmal diesen Spiegel hier unten, die oberen. Ich denke mal, man kommt hier vielleicht irgendwann wieder hin. Ja, man sieht hier zwei Leben. Das ist wieder so ein Item irgendwie, okay. Also eine Flasche. Das heißt, die anderen beiden Spiegel müsste man schauen. Einer führt, glaube ich, zum Ende. Und einer, glaube ich, irgendwo anders hin. Also wir haben jetzt den genommen. Ich glaube, der obere linke wäre jetzt, glaube ich, noch ein Bonusraum gewesen. Vermute ich mal. Oh. Frage ist hier natürlich wieder, wo führt der Weg hin? Hier wäre noch ein One-Up da unten. Aber ich habe jetzt keinen Boomerang, obwohl, Moment. Der eine hat ein Schwert, ne? Da, die Fledermäuse wieder am Nerven. Gut. Ja, klar. Jetzt habe ich gerade mal einen schönen Boomerang bekommen. Und dann killen die Fledermäuse einen hier. So, Boomerang einmal mitnehmen. Wenn die nicht nerven würden, die Fledermäuse, ne? Dann kann man das nämlich runterhauen, okay. Hier ist so ein Schalter. Hier ist wieder die Frage, gehe ich jetzt den Weg? Oder schaue ich hier erstmal? Hier könnte man gar nicht weiter, okay. Man muss, glaube ich, den Weg gehen, okay. Okay, immer gerade noch durchgekommen. Okay. Einmal Gegner runtergekickt in die Stachel rein. Auf
Hier würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall die Feuerattacke. Ja, super. Er hat das im Boomerang wieder genommen, okay. Dann eben nochmal. Und er hier wieder mit seiner Bratpfanne. Frage ist gerade, nehme ich den Mini-Kirby, brauchen wir den gleich oder gehe ich lieber so durch? Ich würde sagen, ich gehe lieber so mit Feuerball durch. Da. Und Item wieder weg eben. Gut, hier haben wir wieder unten Weg und oben ist ein Spiegel. Wie kann man den Balken runterhauen hier? Ich denke mal mit diesem Moment, mit dem Stein, ne? Also ihn hier einmal schlucken da oben. Dann kann man hier sogar gemütlich runterrollen eigentlich. Und den Pfahl in den Boden stampfen. Okay. Immerhin ein One-Up. Ich würde sagen Highlight. Nein. Irgendwie treffen einen die Gegner ständig, oder? Da ist sogar noch ein Spiegel. Also zwei Spiegel waren das. Plus hier jetzt die Truhe, okay. Also rechts waren dann zwei Spiegel eigentlich, weil ich den Weg zurückgehen würde. Hier oben geht es aber auch woanders hin, ne? Und schauen wir erstmal hier. Ah, hier ist dann der Schachtula. Ein Zwischenboss. Okay. Schmeiß also ein paar Geschenke. Ich finde das ein geiler Zwischenboss. Der hat was. Und spuckt dann irgendwie so eine Geschenkschachtel irgendwie. Okay. Also die muss ich glaube ich zu ihm hinkicken. Oder? Okay, zumindest ein bisschen Energie weggezogen. Noch einmal treffen. Ja. Dann haben wir ihn gleich. Aber ich finde das ist eigentlich ein cooler Zwischenboss. Der hat was. Der sieht doch irgendwie niedlich aus, oder? Ich finde der hat was. Und einmal drauf. Okay, was wäre das für ein Item? Magie haben wir hier. Ah, okay. Da will dann automatisch ein Item aus. Ah, okay. Ja, passt da. Zur Geschenkbox. Also ein geschenktes Item. Haben wir jetzt eine Kerze bekommen. Okay. Aber ich finde, der Zwischengegner hat was. Habe ich so auch noch in keinem Kirby bisher gesehen. Gut, hier ist wieder ein Spiegel mit drei Sternen. Wie gesagt, hinten rechts waren eben eigentlich noch zwei Wege. Könnte sein, dass man da sogar auch nochmal durchrennen muss, weil jedes Level, jeder Spiegel hat anscheinend da mehrere Wege, wie wir jetzt inzwischen wissen. Also erstmal natürlich hier diesen Weg abschließen und nochmal schnell ein Bonusspiel machen hier. Okay, da war immer ein One-Up war da gerade noch. Zwei sogar eigentlich. Okay, das heißt, da kommen sogar ab und zu ein paar One-Up runtergeflogen, okay. Ich finde, das hat was, so, wie gesagt. Okay, aber dieser Weg wäre natürlich immer noch nicht abgeschlossen, sehe ich gerade, okay. Hier rechts natürlich auch nicht, oben auch nicht, ein neuer Weg wäre auch noch gar nicht. Wenn man kurz schau. Oh ja, haben wir schon so lange gezockt? Krass, wenn man nicht auf die Uhr schaut, krass. Frage ist, wollen wir gleich noch ein bisschen weiter zocken, das Game? Ihr könnt natürlich auch gerne online mitzocken oder ein anderes Game zocken. Man könnte natürlich auch zufällige Spielstände zu diesem Game machen. Moment, hier einfach schon wieder raus. Ich muss sagen, das Game rockt. Mein Fazit, unbedingt zocken, wenn ihr das Switch Online Abo habt natürlich. Und wenn ihr natürlich mit mir gern demnächst zocken wollt, also online, sowie privat oder im Stream, könnt ihr natürlich mir gern Bescheid geben. Also ich werde es auf jeden Fall ein bisschen weiter zocken demnächst, auch privat wahrscheinlich muss ich schauen. Oder wir zocken direkt weiter. Aber ich würde sagen, ja, wir legen erstmal eine kurze Pause ein. Wir können natürlich gerne weiter zocken das Game. Oder halt ein anderes Game, wie gesagt. Aber erstmal eine kurze Pause, so 5 bis 10 Minuten. Dann würde ich sagen, ja, bis gleich dann.